Ich meine, es war jetzt nicht sonderlich ergiebig. Wenn man Porygon hätte, wäre es total ergiebig gewesen. So halt nicht. So, wie kommen wir jetzt dahin? Oder war ich da schon drin? Surfer und Blitz? Sieht so aus, als war ich da schon drin. Ich weiß nicht. Er kann so, dass Cheetah Blitz. Wahrscheinlich schon, das würde mich nicht wundern. Nein! Aber irgendwer kann Blitz. Bin ich mir ziemlich sicher. Warte, wir können das mal testen. Habe ich die TM52? Wenn ja, dann war ich da schon. Nein, okay, dann war ich da noch nicht. Also ab in die Grundwassersenke. Ich muss nur rausfinden, wer Blitz kann von meinen Bank-Pokémon. Bing. Klar. Wer auch sonst? Wer auch sonst als Emolga? So, dann probieren wir es mal. Ich muss jetzt Richtung Orion gehen. Und dann surfen oder so. Schauen wir mal. Route 4, ein massiver Auflauf. Mit Käse. Schon wieder. Das war schon beim ersten Mal nicht witzig, aber ich habe ihn trotzdem gewonnen. Ich alter Wichser. Ich kann surfen, tatsächlich. Okay, dann probieren wir es mal. Für Items mache ich doch alles. Auch für einen Hyperheiler. Ausnahmsweise. Nein. Das wirkt nicht mehr klar. Ich glaube, hier bin ich genau richtig. Ich glaube, ich habe genau getroffen. Nein. Da. Ich denke, ich bin automatisch auf den Items. Ja, von wegen. Denke ich mir so. Nein. Der sieht mich über 180 Felder. Ja, nein, das macht Sinn. Komm, macht Sinn. Okay. Könntest du bitte weggucken? Danke. Vollidiot. Top-Ether. Ja, die Trainer bekämpfen werde ich sowieso nicht. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Stichwort zu schwach. Ganz einfach. So, kann ich hier? Hier war ich schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich weiß es nicht. Bin ich ja mal auch umgegangen. Ist ja alles ganz nett, aber... Oh, hier? Grundwassersenke? Ja, okay. Scheinbar war ich da schon mal, aber jetzt kann ich surfen jetzt. Ah, okay. Okay, ja, gut. Das macht Sinn. Dann wollen wir den Rest hier erkunden. Sollte hoffentlich einiges an interessanten Sachen geben. Bitte. Der Schutzweg dort, das sind noch nie im Leben 250 Schritte. Wirklich. Ich will ein Video, wo ich sehe, dass ich genau 250 Schritte gelaufen bin. Ich werde es mir nicht angucken, aber ich will es haben. Aber das glaube ich nicht. Ja. Macht Sinn. Immerhin ist die Musik langsamer. Flumau setzt Blitz ein. Tut mir leid. Dein Name, es tut mir wirklich leid. Buchstäblich leid. Ich könnte mein Item... Nein. Wir wollen ja die Stimmung beibehalten. Ich dachte schon, aber nein. Ah, okay, hier. Top 3. Schauen wir mal. Item, ich hätte wahrscheinlich surfen müssen. Ja, ich muss surfen. Um in dieses Item da unten zu kommen. Das sollte... Ja. TM47 Fußtritt. Schauen wir kurz nach. Hört sich nach Kampfattacke an. So mittelmäßig stark geschätzt. Kampf, richtig. 60, 100. Ja, verringert Initiative, aber nee. Ich habe zu starke Attacken, um das wirklich zu konsiderieren. Um wirklich drüber nachdenken, das einzusetzen. Wow. Ernsthaft? Will ich mich verarschen?
komme ich nicht hin. Verarsch mich nicht. Bewegt euch? Kein Millimeter. Okay, wie stark seid ihr? Dann mache ich wenigstens einen von euch. Wenn es unbedingt sein muss. Stripoli Level 30? 35. Ja. Komm schon. Das ist ein Stripoli Level 35. Ich warte auf Punchlines. Hab ein fettes Kyurem und sag, boah, bin ich gelangweilt. Das ist echt. Ich hätte das schon viel früher machen müssen. Gradonis. Ja komm, ist doch total egal, was ich einsetze. Wenn es nicht gerade eine Attacke ist, die null Wirkung hat. Ist wirklich egal. Das ist egal. Ich bin leider zu heftig. So, weiter geht's jetzt hier. Es gibt Items, 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 Treffer. Beleber, ja, ist nett. Top-Beleber wäre auch mal geil. Spiel. Nur mal so als kleine Anregung. Falls du Ideen brauchst, Spiel, Top-Beleber wäre nicht schlecht. Bin ich dabei. Zauberwasser, das will ich sehen. Das könnte sogar sehr geil sein, warte. Ich habe eine Vermutung. Also, na, ist irgendwie eine sehr naheliegende Vermutung. Ja. Die Wasser verstärkt. Und Enteron hat noch kein Item. Wenn ich bitte mal treffen könnte. Lieber, danke. Enteron hat noch kein Item. Das trifft sich hervorragend. So, jetzt haben wir hier drüben noch was. Natürlich im Stein. Im Stein der Ernte. Oder so ähnlich. Boah, der Schutz. Bitte sehr. Ich setze den Schutz mal wieder auf die 1. Das macht sonst keinen Spaß. Ich muss den Schutz zwanghaft auf 1 haben. Ich kriege Psychosen auf. Tauchball. Ist nicht schlecht zu haben. Ist nett, ne? Kann man durchaus mal machen, finde ich. Okay, und weiter geht's. So. Erkunden. Hier irgendwas total Geheimes? Oh, ich hätte alles einfach überspringen können. Okay. Das ist gut zu wissen. Top-Elixier, danke. Das sind Items, wo ich mit was mit anfangen kann. Sag ich, ja! Danke! Was ist das wohl? Oh, okay, Elektromagnet. Ich habe mit Rotom aufgerechnet. Fokusstoß. Und das war's auch schon. Das ist, das war die Höhle. Es war einfach, schnell, schmerzlos. Hat Spaß gemacht. War mal ganz nett. Einfach erkunden, ohne kämpfen zu müssen. Naja, gut, der eine Kampf, aber naja. Das war ja nichts, ne? Okay, alter Palast. Den haben wir aber schon gemacht. Ramot haben wir schon. Das Moor von Nivayo. Auf Route 8. Okay. Dann fliegen wir mal. Route 8, wo müssen wir da hinführen? 6, 7, ja, okay, ja. Nivayo City, es ist naheliegend. Wo von Nivayo, Nivayo City? Da könnte ein Zusammenhang bestehen, den ich so erstmal nicht sehe, aber egal. Nivayo, war ich ja schon? Gute Frage, dessen Antwort ich nicht kenne, ehrlich gesagt. Bam, bam, bam. Ja, komm, ja. Okay. Wie komme ich da hin? Außerdem war ich hier nicht schon? Und ach, hier war ich doch schon. Nicht, oder was, oder wie, oder wo? Wirkt nicht mehr. Ja, wo ist denn das Moor von Nivayo genau? Ja, 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 komm. Nein. Warum wird es hier aufgeführt? Ich war ja doch schon.
Oder nicht? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gehe ich einfach gerade falsch. Das kann auch sein. Ich gehe gerade falsch. Ich bin mir sicher. Dann. Da oben? Geht's da weiter? Nee. Ich glaube, ich muss irgendwie anders dahin. Oder Route 8 geht noch weiter. Das kann auch sein. In Bayou City? Nee, hier geht's nicht weiter. Aber es muss doch hier sein. Schauen wir mal. Meine, da unten sind drei Hügel. Wo ich nur von einer Seite aus rankomme. Das geht doch nicht. Ah, das ist verwirrend. Ich meine, ich kann versuchen, weiterzugehen. Ja, falsche Richtung, Mann. Vielleicht ist es weiter rechts. Kann auch sein. Aber ich gebe zu, ich bin etwas verwirrt gerade. So, bin ich immer noch auf Route 8 oder ist schon die Brücke hier? Hier ist schon die Brücke, okay. Ja, hier ist schon die Brücke, vergiss es. Von der Weib. Ich verstehe das nicht. Betrittst du das Moor, kommst auf einer kleinen Wiese an. Links ist ein Stärkefelsen. Nein, hier ist nichts. Hier ist kein Stärkefelsen, hier ist überhaupt nichts. Nichts, was irgendwie interessant wäre. Gar nichts. Aber ist es von Route 8 aus betretbar? Muss es zumindest sein, aber ist es nicht. Alter, ich verstehe gar nichts mehr. Wirklich. Ich habe keinen blassen Schimmer von nichts mehr gerade. Hier war dann der Dingens, ne? Der Turm. Drachenstiel, genau. Nee, sorry. Also, Google, hilf mir. Ich habe keine Ahnung. Von Evayo. Okay. Okay, das ist ganz viel Gelaber. Wie komme ich hier hin? Mann, ich verstehe das nicht. Was soll das? Ich werde langsam echt sauer. Ich kriege ja Aggression. Das macht alles keinen Sinn. Like, seriously. Warte, oder soll ich hier im Winter hin oder was? Komme ich hier nur im Winter hin? Im Winter sind die Sumpfflächen zugefroren. Soll ich jetzt Winter einstellen oder was? Kann ich machen. Ich muss nur einmal sagen, was Phase ist hier jetzt. Andererseits sehe ich auch nicht, wo mich das hinführen würde. Also ist irgendwas weiter oben. Okay. Siehst einfach nicht? Wahrscheinlich sehe ich es nicht. So. Hier oben geht es nicht weiter. Bei ihr geht es auch nicht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. New Hackness. Ich habe es irgendwie, als ich das erste Mal hier war, habe ich gedacht, das ist irgendein Fels. Da geht's nicht weiter, weil es ist halt ein Felswand so. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich bin ehrlich, ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich. Rip my life, ernsthaft. Nein, ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Wer das nicht sieht, hat es nicht verdient, irgendwie weiterzuspielen. Ist mir auch das scheißegal. Egal, komm, scheiß drauf. Wahrscheinlich gibt es hier sowieso nichts Interessantes und ich bin wieder der Depp vom Dienst. Lass mal gucken, Level 30 oder so.
Wahrscheinlich Level 20. Nicht mal. Fahrschrift ist an sich schon uninteressant. Ja, 34. Also, durch Kämpfen wäre ich hier nicht glücklich. Ich greife die Items ab und dann gehe ich einfach. Ja, kein Stress hier. Ist alles nett. Hier passiert auch irgendwas, wenn man eins von den legendären Dings-Pokémon dabei hat. Ich glaube, Wetter-Pokémon. Irgendwas passiert dann hier, weiß ich nicht genau. Top-Rank. Ich muss einmal kämpfen, um weiterzukommen, sehe ich gerade da unten. Wow. Wow, ich wollte gerade mein Menü. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe mich wirklich selten so verarscht gefühlt. Aber es war mal wieder soweit. Depp vom Dienst ist zurück. So, jetzt machen wir hier rum, dann kämpfen wir eben. Meine Güte. Was willst du denn? Lute, ja. Bam, 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 Bullshit. Bam, 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 Bullshit. Ich liebe es zu singen. Es macht mega Spaß, einfach zu singen, dass es Bullshit ist. Weil es stimmt. Es ist unglaublich uninteressant, was ich einsetze. Es ist total egal. Ich esse jetzt einen Joghurt. Was? Ich trinke jetzt schon. Angenehm. Ein bisschen Kirschwasser. Schwerkraft, Entschuldigung. Manchmal fallen Flaschen eben um. So, Scharfachs. Oh, du konntest deiner Stahlattacke nicht standhalten. Ja. Das ist schade. Es macht Sinn. Dass ich hätte besiegt werden können. Das hätte Sinn gemacht. Ja, ich weiß nicht, was das hier noch soll. Also, naja. Diese ganzen Level 35 Dinger. Irrelevant. Möchte man sagen. More von Nevaio. So, und haben wir dann. Hier sollte es eigentlich nichts mehr geben. Genau, und wenn ich Keldeo, Kobalium, Terrakium und Viridium im Team habe, dann verlässt Keldeo sein Pokéball und ein Weiser erscheint und dann wird irgendwas erzählt und bla bla bla. Bla. Und dann lernt Keldeo Mystoschwert. Was sogar gar nicht mal so schlecht ist, aber naja. Ja, aber nee. Ja, aber nein. Trifft's ganz gut. Höhle der Schulung. Und weiter geht's. Von Route 9 aus betretbar. Machen wir gerne. Ich würde auch übrigens gerne mal wieder mein Ding jetzt würde ich mal gerne, ne? Verstehst du? Verstehst du? Ich würde mal gerne Emolga rausschmeißen und Ramon oder Reshiram wieder reintun. Ich bin mir, nachdem Ramon so ein bisschen versagt hat, möchte man fast sagen, weil es trotz hohem Level einfach nicht zerstört hat, bin ich fast geneigt, wieder Reshiram ins Team zu holen, weil es ist fucking Reshiram. Ich nehm's aber wieder. Komm, scheiß drauf. Tschüss, Ramon. War nett mit dir, aber nee. Ich brauch Stärke und keinen Käfer, der zu leicht abbrennt. Das geht so nicht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, dass es schon nicht mehr witzig ist. Denn, das Witzige ist, das habe ich gerade erst gelesen, das gebe ich zu. In der Höhle der Schulung brauche ich Blitz. Ich werde danach trotzdem wieder Reshiram mitnehmen. Für den Moment bleibt ihr morgen mal da. So, von Route 9 aus. Dazu muss ich jetzt nach links, glaube ich. Fahrrad. Jung. Wim, wim. Tempo hier.
Habe ich gegen euch schon gekämpft? Wahrscheinlich nicht, deswegen lasse ich auch mal Vorsicht walten. Nee, hier will ich nicht hin. Hier kommt jetzt die Brücke wieder. Ja, hier kommt die Brücke. Wie komme ich hier weiter? Hallo? Ah, war das nicht diese Höhle, wo ich erstmal nicht durch... Wo der gesagt hat, nee, hier kommen nur Gewinner der... Ja. Hier komme ich. Okay. Ich rede nochmal kurz mit dem. Dann steigen wir auf dem Fahrrad ab. Hut ab, junger Trainer. Du hast es echt drauf. Das muss ich neidlos anerkennen. Immer reinspaziert in die Höhle der Schulung. Ich wünsche dir und deinem Pokémon-Team, dass sie sie stärker verlassen, als sie betreten haben. Ich glaube, diese Höhle ist sogar wieder relevant, weil ich hier erst hinkomme, wenn ich die Pokémon-Liga gewonnen habe. Das heißt, wir werden levelmäßig vielleicht sogar was halbwegs Gutes kriegen. Ich wäre sehr schockiert, gebe ich zu. So, erstmal ein Level gucken und dann können wir... Weil dann brauche ich Kyurem ja nicht auf 1 haben. Dann können auch die anderen mal ein bisschen wieder Level abgreifen. Es wäre schön, nach langer Zeit endlich mal wieder ordentlich zu kämpfen. Das fände ich gut. Komm, bitte. Ja. Da, na, we fucking in there. Okay, Golbat. Golbat. Es gibt Flug. Ich weiß gar nicht, warum ich nachschaue. Ich könnte auch einfach mit Psychokinese draufhauen. Wenn das irgendwer kann. Ich kann es irgendwer, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Golgantis mit Stein. Ja, nehme ich, okay. Steinsattacke, mit ein bisschen Glück wäre ich nicht verwirrt und dann können wir ja auch weitermachen einfach. Hallo Golbat und hoffentlich auch gleich Tschüss Golbat. Mir hat die Herausforderung gefehlt. Bin ich ehrlich. Stein. Weh, wehrt ab, ja. Nein, ja, da, das macht Sinn. Das macht Sinn. GG, das macht Sinn, ja. Kann nicht angreifen, ist zurückgeschreckt, ja. Ja. Genau. Jawohl, und Volltreffer, ja, genau. Ja. Kann ich mir am Arsch lecken, nur dass wir uns mal verstehen, ja. Ich lass mich hier nicht verarschen. Wirklich nicht. Es war wirklich so arena Schwachsinn. Was hier gerade abgelaufen ist. Ich hab Ding ist nicht auf 1. Oh, scheiße. Vielleicht sollte ich doch nicht Golgantis nehmen, weil ich will Golgantis nehmen. Golgantis kann ich ein bisschen leveln, finde ich gut. Also ich hab schon wirklich lange keinen solchen Bullshit-Fight mehr gehabt. Hab ich mich schon gefreut. Oh, kannst du mir ein bisschen kämpfen, wird geil. Und dann kriegst du so eins in die Fresse. Es tut wirklich weh. Steinhagel, ja. Maria Mutter Gottes, was weiß ich. Hast du gut gemacht oder so. Steinhagel wird wehrt ab, sag ich okay. Okay, jetzt mal abwehren. Ja. Aber es wird immer nicht die ganze Zeit abgewehrt. Das ist wichtig. Ist zurückgeschreckt. Kannst mich am Arsch lecken immer noch. Akrobatik, jetzt bin ich tot. Jawohl. Super. Wahnsinn, dass ich überhaupt einmal getroffen habe. Damit war hier nicht zu rechnen. So, zack. Luftschnitt. Kann ich angreifen. Oh! Ein Wunder! Preise den Herrn! Leck mich am Arsch. Das ist so viel Schwachsinn. Ich war schon lange nicht mehr so unzufrieden wie mit einer Aufnahme wie mit dieser, echt. Es hat lange gedauert, bis es mal wieder so weit war. Alter! Da ist ein Item genau auf meiner Nase und ich darf es nicht nehmen. Oh! Gut. Dann habe ich den verschwendeten Äther wieder reingeholt. Es geht noch weiter. Ah, das ist auf der anderen Seite, okay. Alles klar. Und weiter geht's. Komm ich nicht vorbei. Was hast du denn so? Außer vielleicht Krätze am Arsch. Aber dann müssen wir mal gucken. Irgendwas mit talentierter Trainer. Das bin ich, ja. Das bin ich, dankeschön. Dratini. Und Abgang. Dun. Ja, was machen wir denn hier? Drache, aber auch Wasser könnte ich. Keine Ahnung, was ich da einsetzen könnte. Das war wahrscheinlich die dümmste Wahl, die ich hätte. Bin ich ziemlich sicher. Naja, war okay.
Gegen Drache habe ich. Nee. Nein, Quatsch. Dratini ist doch noch gar nicht Drache. Es weiterentwickeln wird, glaube ich, Drache dann. Ja, genau. Na klar, Dragoan. Drachenflug. Dratini. Nee, Dratini ist trotzdem Drache. Drache, okay. Ja, ich bin dumm. Vergiss. Ich meine, das Dra in Dratini wird nicht von Drahtrolle kommen oder so. Das muss man sich auch mal überlegen. Vielleicht. So. Mogelbaum. Das ist eigentlich sogar ein Enteron-Job. Mein Mogelbaum ist Gestein. Das ist das Ding, wo man denkt, oh Pflanze, aber Mogel. Es mogelt sich der Typ zurecht. Das ist nämlich aus Stein. RIP-Mogelbaum. Du hast es probiert, aber wurde es zerstört. Das ist übrigens Schwachsinn, aber naja. Risikotackle. Muss ich auch einfach mal selbst zerstören dürfen. Sag ich nichts gegen, Jung. Kein Problem. 3000? Zwei. Ja, doch, 3000, ja. Ich glaube, jetzt sind alle auf Level 60, die ich auf 60 haben wollte. Voltenso. Ja, gut. Klar, wenn es elektrisch angreift, bin ich natürlich nicht zerstörbar. Das ist Golgantis Riesenvorteil gerade. Also, Ladevorgang. Kannst du machen. Ist mir egal. Spezialverteidigung ist auch egal, zum Glück. Dankeschön. Oh, endlich. Es sind so wenig Elektro-Pokémon, aber wenn, dann bin ich mal da. Wird mal rasiert. Sichlor. Käfer. Eventuell Käfer. Käfer und Flug, okay. Das heißt, ich kann Gorgantis gleich drin lassen. Das trifft sich gut. Wird eventuell zerstört, aber müssen wir mal gucken. Denn Gestein. Das war genau das gleiche mit Sichlors Weiterentwicklung da. Scherox. Ich glaube, Scherox war in der Top 4 und die hat da gab es ein 1 aufs Maul. Durch Gestein. Weil es mal 4 ist halt. Käferflug, tatsächlich.